Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Amal Bundle von Moody. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Amal von Moody, das Ganze am 8. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Album von Moody, das Ganze hier in der Bundle-Variante. Wir haben hier ein sehr, sehr reich gefülltes Bundle und zwar besteht das aus folgenden Inhalten. Wir haben hier einmal das Album an sich, dann haben wir Sticker, drei Stück, eine Maske, ein Poster, eine Tragetasche und 1, 2, 3 Shirts. Ja, es sind tatsächlich 3 Shirts hier in diesem Bundle. Konnte man sogar größentechnisch auswählen. Ich würde sagen, wir starten mal, indem wir die einzelnen Boxinhalte, Bundleinhalte hier aus der Folie befreien. Also für mich absolute Premiere, dass man hier 3 Shirts reingemacht hat. Das ist schon heftig. Es gab ja schon diverse Male, dass man vielleicht einen Hoodie und ein Shirt drin hatte oder irgendwie eine Trainingsjacke, ein Shirt oder ein Trainingsanzug, Jogginganzug, was auch immer. Aber 3 Shirts mit 3 verschiedenen Motiven, das ist für mich auf jeden Fall eine Premiere. So, 2 haben wir ausgepackt. Shirt Nummer 3 kommt hier. Also wie wir schon sehen, 2 der Shirts weiß und 1 sind schwarz. Gar nicht so einfach. Aber jetzt, so, gut, die Shirts machen wir dabei mal zur Seite. Und dann haben wir noch die Maske, die ist eingepackt, sowie natürlich das Album. So, die Maske, wenn ich es jetzt richtig sehe, ist hier zum Aufreißen. Jawohl. Und dann haben wir hier so einen Druckverschlussbeutel. Also hoffe ich zumindest, dass das jetzt aufgeht, ansonsten würde ich sagen, schneiden wir es einfach auf. Gar nicht so. Ah, doch, geht doch. Das ist die Maske. Und natürlich das Album an sich. Das müssen wir natürlich auch noch befreien. Und das machen wir auch gleich. So, einmal hier unten bietet sich gut an. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Das ist das Album an sich, Amal. Das ist arabisch und heißt Hoffnung, steht auch darunter nochmal. Wir lesen hier oben Hayat präsentiert, also das Label. Dann haben wir hier den Kopf von Moody, sieht so aus wie von einer Büste oder von einer Steinstatue. Der ist hier so zerschlagen und es wächst hier eine Blume aus dem Wüstensand. Was haben wir noch? Den Moody-Schriftzug und rechts ein Mikro, wenn ich es richtig deute. Und dann haben wir hier auch noch so Aufbauten wie auf der Bühne, also diverse Gerüste mit Scheinwerfern und so, wie man es von Live-Shows kennt. Ja, das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Auf der Seite Moody Amal und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Tracks sind es geworden. Feature gibt es meines Wissens schon und zwar alleine hier auf diesem Track ist meines Wissens ein Feature von Ardian Buyubi mit drauf. Barcode haben wir keinen, warum? Das Album gibt es wirklich nur exklusiv in diesem Bundle, in dieser physischen Version. Also wenn man das Album so physisch kaufen möchte, das gibt es nicht, wirklich nur in Verbindung mit dem Bundle, ansonsten eben digital. So, dann schauen wir mal rein. Das Booklet zuerst. So, hier haben wir Moody abgebildet mit einer Frau. Dann lesen wir hier eine kleine Widmung. Könnt ihr euch gerne kurz anhalten und dann durchlesen. Also ein kurzer Einleitungstext zum Thema Amal bzw. Hoffnung. Das Foto, das wir vom Cover kennen. Und zum Abschluss die Credits, also die Infos, wer die einzelnen Tracks produziert hat. Dann hier noch die Credits, wunderbar. Ah ja, genau, und hier haben wir auch die Features. Also einmal hier Ardian Buyubi auf Track Nummer 6 und auf Track Nummer 10 ein Feature von Enes. Gut, das war's mit dem Booklet.
Wir kommen zur CD. Die ist ja auch in diesem Farbschema wie auch das Cover, also hier in diesem Blau-Rot gehalten. Okay, weiter geht's mit den Stickern. Wir haben hier drei Sticker mit dabei. Die sind allesamt im Querformat und Postkartengröße, also A6 meines Wissens. So, und das sind auch die Abbildungen bzw. die Designs der einzelnen Shirts. Also alle drei Sticker sind auch auf den drei Shirts verewigt. Wir haben hier einmal diesen Sticker hier in Weiß. Das heißt oder wird ausgesprochen meines Wissens Verde. Und das ist Rose auf Arabisch, deswegen auch hier abgebildet. Da gibt es auch einen Song von Moody dazu. Dann hier einmal Hoffnung und Tedua. Ja, das ist, soweit ich weiß, albanisch und heißt Ich liebe dich. Und das ist hier in Schwarz, Gelb und Weiß. Wie gesagt, alle drei Sticker hier im Querformat. Und die kommen dann eben auch nochmal auf den Shirts dieser Designs. Als nächstes haben wir die Tragetasche. Die kommt hier schlicht in Schwarz mit weißem Moody-Aufdruck. Rückseite blank schwarz, also einseitig bedruckt hier, einseitig gebrandet. Die Träger oben auch in Schwarz. Wir schauen mal rein. Genau, danach habe ich gesucht. Wir haben es zu tun mit einem Produkt von Westford Mill. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Ah, steht sonst nichts weiter dabei. Ja, United Kingdom steht hier noch. Grüße gehen raus. So, dann packen wir die Tasche wieder zur Seite. Also damit kann man dann seine Sachen tragen, Einkäufe machen, was auch immer man möchte. Und dabei Moody repräsentieren. Dann haben wir eine Stoffmaske. Auch hier wieder in Schwarz und Weiß mit dem weißen Schriftzug. So sieht das hier von innen aus. Ein Produkt von Egozentrik und diese Maske ist, wo haben wir es, 100, ist leider sehr klein, okay, 100% Baumwolle und Made in China. Grüße gehen raus. Wir haben hier an der Seite dann auch noch solche entsprechenden Plastikteilchen, um die Länge hier zu verstellen. Also je nachdem, wie euch die Maske dann am besten passt, könnt ihr das hier individuell anpassen, enger oder eben größer stellen und individuell an euren Kopf, an euer Gesicht anpassen. Sehr schön. So, das ist noch die Info zu der Maske. Non-Medical Community Mask, Mund-Nasen-Maske, Made in China. Und hier eben nochmal so ein Infozettel, den muss man ja bei sowas dabei haben, dass einfach darum geht, dass das eben kein medizinisches Produkt ist. Also man darf das jetzt zum Beispiel nicht irgendwie in der Krankenpflege oder im Krankenhaus generell verwenden, sondern es ist wirklich so eine Alltagsmaske fürs Einkaufen oder für die öffentlichen Verkehrsmittel, wo auch immer Maskenpflicht ist. Diese ist ausreichend. So, dann ein Poster. Das kommt hier in einem ungewöhnlichen Format und zwar quadratisch. Und was haben wir hier? Ein sehr düsteres Motiv. Zumindest die Hälfte davon. Also wir haben hier Moody auf einem Berg von, ja, ist die Frage, Leichen oder eventuell auch schlafender Menschen. Dann sind hier finstere Kreaturen und auch Geier und sieht so ziemlich trostlos und nach Verwüstung oder nach, ja, dem Untergang aus. Und rechts dann so im Kontrast eher so das Paradies mit Friedenstauben, mit weißen Pferden, weißen Löwen und grünen Landschaften, strahlend blau im Himmel, also heftiger Kontrast hier. Moody steht hier in der Mitte. So, das Poster einseitig bedruckt im quadratischen Format. Und dann haben wir als letztes noch die Shirts. Wie gesagt, drei Stück. Das ist echt heftig. So, wir haben hier das Shirt Nummer 1, das ist dieses hier. Mit dem albanischen Aufdruck, also hier Ich liebe dich. Darunter dann der Moody-Schriftzug und hier sehen wir scheinbar Moody und eine Frau oder zwei Personen, die sich hier gerade umarmen. Und auf der Rückseite ist das Ganze blank schwarz. Alle diese Shirts sind vom Material und von der Marke gleich. Also sind alle drei
ein B&C Exakt 190 und die Größe ist bei allen drei wählbar gewesen. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden, somit alle drei Shirts in M und 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Das war Shirt Nummer 1. Dann Shirt Nummer 2, das ist dieses hier. Das mit dem Albumtitel, also hier lesen wir auch einmal Hoffnung in Weiß, das Shirt und der Aufdruck in Rot und Grau. Rückseite auch wieder weiß. Wie gesagt, selbes Material, selbe Größe, selber Hersteller wie das erste und ebenso wie das dritte. Hier dann mit der Rose drauf. Werde, Moody darunter in Rot und auch dieses hier auf der Rückseite blank weiß. Gut, dann schauen wir uns diese drei Shirts noch einmal kurz im Detail an, also wie das getragen aussieht. So, das erste Shirt hier in weiß, dann hier im Brustbereich bzw. ja fast schon Bauchbereich der rote Amal und Hoffnungsschriftzug und dann noch das arabische Schriftzeichen hier in grau. Shirt Nummer 2 hier in schwarz, dann unten der gelbe Schriftzug Tedua und darunter der weiße Schriftzug Moody. Dann hier eben dieses Pärchen, das sich hier gerade umarmt im Brustbereich, ansonsten in schwarz gehalten. So, und Shirt Nummer 3 hier in weiß. Hier im Brustbereich der Verde Schriftzug mit der Rose und darunter dann wieder der rote Moody Schriftzug, ansonsten hier in weiß gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Die eben gezeigten Shirts, einmal, zweimal, dreimal, alle drei hier wie gesagt Größe individuell wählbar. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt, quadratisch, den Mund-Nasen-Schutz, die Maske hier in schwarz und weiß, die Tragetasche in schwarz mit dem weißen Moody-Aufdruck, die drei Sticker mit den Designs der jeweiligen Shirts und natürlich das Album an sich, das vierte Album von Moody Amal mit insgesamt 12 Tracks und 2 Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Moody unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.